Historian. That's big talk right there. One of the biggest events ever. Selten war ich so gehypt auf Wrestling wie auf WrestleMania 40. Zuletzt wahrscheinlich vor 10 Jahren war ich so drin vor WrestleMania 30. Auch ein Jubiläum. Jetzt war es wieder soweit. Am Wochenende haben wir das 40. Anniversary des großen Wrestling-Spektakels gesehen, das wir alle so lieben. Und es war einfach natürlich mal wieder groß. Wenn euch eine ausführlichere Analyse interessiert, checkt gerne den Spotfight Podcast Channel ab. Hier jetzt meine Berichterstattung. Die Show startet erstmal mit einem neuen WWE-Intro. Finde ich ganz spannend. Wie findet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nacht 1 beginnt auf jeden Fall mit Triple H. Der kommt raus und leitet eine neue Ära ein. Und es ist wirklich eine neue Ära. Wir leben aktuell in einer Wrestling-Zeit, in der die Leute nicht mehr wehmütig auf die Attitude-Ära zurückschauen, sondern sich freuen über das, was jetzt passiert. WWE liefert aktuell so sehr ab, wie schon lange nicht mehr. So viele Stars, so gute Matches, so tolle Segmente, so hohe Zuschauerzahlen bzw. Fan-Engagement auch auf Social Media. Also die Zahlen sind krass, das Business ist so gut wie noch nie in dieser Company. Stringentes Storytelling, Hammer-Charaktere. Es ist eine großartige Zeit, Wrestling-Fan zu sein. Und Triple H ist einer der Hauptgründe dafür. Laut WWE-Präsident Nick Khan ist er sogar der Grund dafür, warum wir alle aktuell so viel Bock haben auf WWE. Triple H steht für das Together. In Then, Now, Forever, Together. Und Paul Heyman hat das in seiner Rede am Wochenende auch ultimativ geehrt bei der Hall of Fame. Heyman ist ja jemand, der gerne andere overbringt. Hier hat er Folgendes gesagt und es kam von Herzen. The way that this man has assumed the pencil of this company and has led us to a creative freedom backstage where more superstars are emerging into the main events in front of your very eyes. For the rest of my life, I will be a Paul Levesque guy. Triple H hat einen anderen Leitungsstil als Vince McMahon. Er schafft es, Backstage-Zufriedenheit sehr groß zu machen und die ist ja so hoch und so groß wie schon lange nicht mehr. Heyman hat die kreative Freiheit erwähnt. Wrestler haben mehr Möglichkeiten mitzugestalten, ihre Charaktere zu prägen, dass sie sie gut verkörpern können, dass sie sich in ihnen wohlfühlen und nicht so fühlen wie Stardust unter Vince McMahon, ein Charakter, der irgendwie so überhaupt nicht gefruchtet hat. Also Triple H, vielen Dank, dass du den Hype auf Wrestling zurückgebracht hast. Es ist wahrlich eine neue Ära und zwei Frauen leiten diese neue Ära ein, Rhea Ripley und Becky Lynch. Rhea Ripley mit einem großartigen Einzug hier, epische Energie, die durchs Stadion gewandert ist. Diese Frau sprüht ihre Ausstrahlung, es ist faszinierend. Zu Unrecht sehen manche Fans ja die Frauenmatches immer als so eine Art Toilettenpause an, aber das Match hat hier mal wieder gezeigt, dass das komplett unberechtigt ist. Rhea Ripley gewinnt ein starkes Startmatch und verteidigt wieder ihren Titel. Ein großer Sieg für sie und das zeigt auch, dass WWE sie etabliert, weiterhin als großen Star positioniert. Ihre Star Power wächst und wächst und sie ist wirklich großartig. Eine der wichtigsten Personen bei WWE aktuell. Viele sahen in dem Match auch ein Abschiedsmatch von Becky Lynch. Vielleicht tritt sie ja nach WrestleMania deutlich kürzer. Und während Mami weiter als Mami regiert, widmet sich Becky Lynch vielleicht zu Hause dem Mami sein. Ich vermute tatsächlich, dass sie in Zukunft deutlich kürzer treten wird. Für Becky war das hier eine Art Staffelfinale. Und sie wird in der neuen Staffel natürlich auftauchen, aber ihr Charakter wird deutlich weniger eingesetzt. Matchbewertung? 3/4 Sterne. Als nächstes das Leitermatch für die Tag-Team-Titel. Judgment Day gegen DIY, Awesome Truth, New Day, A-Town Down Under und die New Catch Republic. 6 Teams mit sehr viel Action. Ladder-Matches sind ja generell für WrestleMania schon auch immer super. Und sie sind gerade super für Menschen mit TikTok-Gehirn, weil das ist kurzweilig, ständig passiert irgendwas. Und man muss sagen, es gab coole Spots, es gab neue Ideen, die umgesetzt wurden. Es war schon cool anzuschauen, wurde auch nicht langweilig, aber insgesamt trotzdem irgendwie sehr chaotisch, sehr durcheinander. Das ist ja auch das Konzept des Matches. Leitermatches, die nicht chaotisch sind, sind komisch. Auch Money in the Bank Matches folgen zwar einer Struktur, aber die actionreiche
Durcheinanderstimmung hast du da auch drin. Es ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag. Ich fand es hier ein wirklich gutes Match, aber habe vielleicht auch so insgeheim ein bisschen mehr erhofft. R-Truth war ein Highlight, er hat mal wieder entertained, die Crowd hat ihn geliebt, hat dann einen Hot Tag gemacht, obwohl er sich eigentlich gar nicht einwechseln muss und hat dann das John Cena Comeback ausgeführt. Das Publikum hat's geliebt. Theory und Waller holen sich dann die SmackDown Tag Team Titel, wirkte etwas beiläufig, aber ist auch realistisch, wenn man sich das durchdenkt, wie so ein Match ablaufen würde. Irgendwann wurde das Leitermatch dann zu einem TLC-Match, Tische kamen mit rein. Einmal ist die Leiter fast weggeklappt, das war gefährlich. Damian Priest hat sie dann ausgetauscht, nachdem die Ringrichter sie darauf hingewiesen haben. R-Truth hängt dann die zweiten Tag-Team-Titel ab. Miz und R-Truth holen sich also die Raw-Titel und damit haben Miz und R-Truth ihren guten Moment hier gehabt. Matchbewertung 3,5 Sterne. Rey Mysterio und Andrade haben sich zusammengetan gegen Dominik und Santos Escobar. Erneut ein Tag-Team-Match, aber in einem etwas anderen Stil. Statt brachialen Leiterspots gab es hier viel Lucha-Action und das war gut für die Abwechslung, denn es wurde dadurch wrestlerisch nicht langweilig. Also unter Vince McMahon hat sich vieles gleichgeschaltet angefühlt in meinen Augen und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Man erkennt nicht nur einen Wrestling-Stil, einen WWE-Stil, der sich so durchzieht, sondern das Match hier hatte seine eigenen Ansätze, seine Lucha-Dynamik, die ich persönlich sehr mag. Und es war auch wichtig, Andrade hier drin zu haben, den will man ja aufbauen, also hat man ihn hier nochmal auf der großen Bühne etabliert. Ich finde es immer wieder unglaublich, Rey Mysterio im Ring zu sehen. Der wird dieses Jahr 40 und liefert trotzdem noch komplett ab. Am Ende helfen zwei maskierte Schränke den Publikumslieblingen zum Sieg. Unter der Maske waren Footballspieler Jason Kelce und sein Kollege Rey und Andrade setzen sich mit deren Hilfe durch. Für die Social-Media-Reichweite sind Promi-Einsätze natürlich super, aber das Finish hier war etwas enttäuschend. 3,25 Sterne. Jey Uso gegen Jimmy Uso, als nächstes das Battle of the Brothers. Die Zwillinge gegeneinander, eines der krassesten Tag-Teams der modernen WWE. Die beiden haben sich großartig entwickelt im Laufe der Jahre und jetzt traten sie gegeneinander an. In Interviews haben sie immer wieder gesagt, dass ihr Dream-Match wäre, einmal gegeneinander bei WrestleMania anzutreten. Deswegen habe ich mich total auf dieses Match gefreut. Es war aber etwas anders als erwartet und es hat überhaupt nicht so abgeliefert, wie erhofft in meinen Augen. Dafür, dass das hier ein Teilfinale der Bloodline-Story war, hat mich das hier überhaupt nicht reingezogen. Es war auch vom Match jetzt nicht hoch unterhaltsam. Hier habe ich deutlich mehr erwartet. Jay gewinnt nach 11 Minuten recht unspektakulär mit dem Uso-Splash. Das war okay, aber nicht mehr. 2,5 Sterne von mir. Und die Frage ist ja schon, was bleibt übrig, wenn Roman Reigns und The Rock nicht mehr Teil der Fehde sind, sondern es jetzt hier die Usos gibt, die im Rampenlicht stehen. Und das war schon weniger als gedacht und weniger als erwartet. Six Women Tag Team Action, Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi traten an gegen Damage Control. Der Fokus in diesem Match war natürlich Jade Cargill, wie auch beim Royal Rumble. Die Newcomerin bei WWE, hier im Match hat sie eine tolle Darstellung bekommen. Sie entscheidet dann natürlich auch das Match für sich und ihr Team. WWE sieht offenbar extrem viel in ihr. Diese WrestleMania zeigt, dass WWE in den nächsten Jahren vor allem auf diese drei Frauen setzen will. Und zwar Bianca Belair, Rhea Ripley und Jade Cargill. Matchbewertung 2,75 Sterne. Vorletztes Match von Nacht 1, Gunther gegen Sami Zayn. Das Match um die Intercontinental Championship. Gunther war hier quasi auch ein bisschen Final Boss, der Endgegner für den ultimativen Underdog Sami Zayn. Und ich fand es völlig unvorhersehbar, wer hier gewinnt. Beides war möglich, beides war legitim. Deswegen war das Drama im Match hier nicht fake erzeugt, sondern einfach super. Sie haben tolle Near Falls eingebaut. Immer wieder haben wir die Frau von Sami Zayn gesehen, die mitgefiebert hat. In der Match-Story wurde Gunther dann irgendwann überheblich, hat sich davon verleiten lassen, Sami Zayn zu quälen. Beim dritten Splash-Versuch nacheinander überrascht Zayn ihn mit dem Helluva-Kick. Der Top-Rope-Brainbuster geht über in zwei weitere Helluva-Kicks. Sami Zayn gewinnt den Intercontinental-Champion-Titel. Ein großer Feel-Good-Moment.
Sami Zayn feiert mit seiner Frau, sie weint vor Freude. Ein wahrer WrestleMania-Moment. Ich fand Samis Frau hier in ihrer schauspielerischen Rolle auch wirklich überzeugend. Und das war eben nicht nur Schauspielerei, sondern natürlich ist Sami Zayn seit Jahren bei WWE und seit Jahrzehnten im Wrestling. Und er gibt alles für diesen großen Moment und diesen Titelgewinn und diesen Erfolg und dafür, dass er sich durchsetzt und dass er an der Spitze steht. Alles baute darauf auf Sami als der Außenseiter, der sonst immer knapp scheitert. Leider hat mich die Story vorher nicht so reingezogen, aber das Match und die Match-Story dafür umso mehr, das hat funktioniert. Sami Zayn, also jetzt der neue IC-Champion. Die Frage ist, was kommt jetzt für Gunther? Kommt jetzt ein Stable-Programm mit Imperium? Ein Programm vielleicht sogar langfristig um den WWE-Titel, um einen der Top-Titel? Die Regentschaft von Gunther war extrem stark. Er hat den IC-Title extrem aufgewertet. Er ist der Mann, der für die beste sportliche Leistung des Abends steht. Und für mich war dieses Match erneut die beste sportliche Leistung des Abends. 4¼ Sterne, Match of the Night und wirklich sehenswert wegen verschiedenen Faktoren. Es war natürlich wrestlerisch großartig wie erwartet, aber die Story und das Drumherum, es war einfach sehr, sehr stark aufbereitet. Auch Details, dass Sami Zayn vor dem Match mit seiner Familie im Backstage-Bereich ist, dass er dann nochmal Kevin Owens umarmt, bevor er rauskommt, seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter. Die Mimik von Sami Zayn, wie er die Crowd reinziehen kann, das ist schon besonders. Ich habe während WrestleMania den Spotfight Watch-Along-Stream angeschaut, sehr empfehlenswert. Guckt da gerne mal auf Twitch auch vorbei, ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Und das war schon sehr, sehr nice, wie auch die Jungs da drin waren. Und sie haben so Vergleiche gezogen, dass Sami Zayn von seinem Selling und seiner Match-Psychologie-Fähigkeit ja schon auch so ein bisschen an Shawn Michaels erinnert. Ein großer Vergleich, aber ich finde ihn nicht weit hergeholt. Wie seht ihr das? Schreibt's gerne in die Kommentare. Dann gab's den Main Event von Nacht 1, The Rock und Roman Reigns gegen Seth Rollins und Cody Rhodes. Natürlich haben wir hier richtig geile Einzüge gesehen. The Rock stand in einem brennenden Bullen, episch, Big Time Feeling. Das ist das, was WrestleMania so besonders macht. The Rock sagt dann relativ am Anfang im Match zum Ringrichter: Wenn du jetzt zählst, Alter, dann feuer ich dich, dann bist du raus hier. Und das war die Erklärung dafür, dass das Match ohne strenge Reglementierung abgelaufen ist, was aber natürlich auch ein paar Fragen aufwirft. Also, warum gibt's ein Bloodline-Rules-Match, wenn The Rock sowieso schon die Regeln machen kann, wenn er das so für sich selbst festlegt? Es kam auf jeden Fall zum Brawl in der Arena, das hat dem Match auch gut getan, dass es nicht nach strengen Wrestling-Tag-Team-Match-Regeln abgelaufen ist, aber insgesamt haben wir hier ein langsames Match-Tempo gesehen, wie zu erwarten war. Teilweise fand ich sehr behäbig, sehr träge. Im Livestream bei Spotfight haben viele von euch in den Chat geschrieben, dass sie es ermüdend fanden. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, welche Matchart man erwartet hat und welche Matchart man auch feiert. Wer die schnelle Action und die hohe Frequenz an Moves und Kontern braucht, der wird hier nicht so richtig glücklich. Und wenn du dieses Match eh schon müde geschaut hast, dann hat es dich wahrscheinlich noch müder gemacht. 45 Minuten lang ging es, also ein richtiger Klopper auch noch. Und ich muss aber sagen, ich fand es insgesamt trotzdem einen starken Main Event. Trotz aller berechtigter Kritik war das für mich hier ganz groß. Vor allem die zweite Matchhälfte fand ich sehr sehenswert. Und es war eben dieser klassische Main Event, den ich so ein bisschen auch erwartet habe. Deswegen wurde ich nicht enttäuscht und ich fand, sie haben es dann großartig umgesetzt. Roman Reigns speert aus Versehen The Rock. Ein Riesenmoment. Die Augen wurden groß, nicht nur bei Reigns, sondern auch bei den Zuschauern. The Rock hat tatsächlich einiges eingesteckt. Viele hatten ja die Sorge, dass Rock eher so ein Alibi-Match macht. Der ist ja jetzt auch schon über 50, darf man nicht vergessen. Viele haben gesagt, ja, der wird bestimmt nicht viele Bumps nehmen. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Natürlich haben Seth Rollins, Cody und Reigns die meiste Arbeit gemacht, aber The Rock war hier intensiv mit dabei. Am Ende pinnt The Rock Cody Rhodes sauber durch. Die Publikumslieblinge verlieren bitter und so hieß es dann in Night 2, die Bloodline Rules werden umgesetzt. Wie gesagt, an diesem Main Event scheiden sich die Geister. Ich kann es verstehen, wenn es euch nicht so abgeholt hat. Ich habe aber auch Leute gesehen, die fast 5 Sterne gegeben haben, weil sie so drin waren am Ende. Also es ist eine sehr starke Geschmacksfrage, wie so oft im Wrestling. Darf ja auch sein. Für mich 4 Sterne.
Insgesamt war Nacht 1 eine gute WrestleMania-Show, aber jetzt nicht das Feuerwerk, was sich viele erwartet haben. Die Bewertung hängt natürlich auch stark davon ab, wie ihr den Main Event fandet. Ich fand ihn insgesamt echt unterhaltsam, deswegen kriegt die Show eine 7 von 10 von mir. Das war Nacht 1. An dieser Stelle vielleicht ein Wort zur Produktion. WrestleMania war anders produziert und hat anders gewirkt. Es gab Einzüge, die teilweise aus dem Backstage-Bereich begleitet wurden. Wir hatten hochkommerzialisierte Aufmachung, also Werbung für Chicken Wings und für Prime Drinks und mehr. Außerdem war es nicht das klassisch warme Wetter, das hat den Vibe auch nochmal beeinflusst. Es war ein bisschen eine Wintermania, viele saßen mit Jacke im Stadion. Der Wind soll eisig gewesen sein, aber zum Glück war die Stimmung das nicht. Werbung. Der Traum von der eigenen Immobilie, für viele Menschen ist der unerreichbar, wenn sie nicht über das nötige Eigenkapital verfügen, aber es gibt erprobte Konzepte für Immobilieninvestments, die ohne großes Eigenkapital umsetzbar sind. Eines stelle ich euch hier als Sponsoring für dieses Video vor. Es funktioniert einfach erklärt wie folgt. Du investierst in eine Immobilie im Wert von 200.000 Euro. Die Bank gibt dir diese 200.000 Euro als Kredit und du steckst dieses Geld in die Immobilie. Die wird vermietet. Die Miete steckst du dir nicht ein, sondern reinvestierst sie in den Kredit der Bank. Der Mieter zahlt also quasi den Großteil des Kredits ab. Du gibst sogar noch 200 Euro aus eigener Tasche dazu. Diese Zahlung von 200 Euro läuft meistens nur 3 Jahre lang. Dann kommt die erste vertraglich bedingte Mieterhöhung. Sobald das Ganze abbezahlt ist, hast du eine Immobilie, die zu 100% dir gehört und sich hauptsächlich aus Mieteinnahmen finanziert hat. Ihr braucht dafür 0 Euro Eigenkapital. Es kostet euch durchschnittlich 200 Euro im Monat. Innerhalb von 25 bis 30 Jahren könnt ihr so mehr als 250.000 Euro Immobilienvermögen aufbauen und ein passives Einkommen von durchschnittlich 1.250 Euro. Wenn ihr über 2.000 Euro monatlich verdient und einen unbefristeten Arbeitsvertrag habt, kommt ihr für die Bank als kreditwürdig in Frage. Über den Link in der Beschreibung findet ihr zusätzliche Infos und könnt ein Erstgespräch buchen oder per WhatsApp Infos anfordern. Da könnt ihr alle Detailfragen stellen. Den ersten 50 Personen werden die Kaufnebenkosten von mehreren tausend Euro erstattet, wenn ihr sagt, dass ihr von Perkix.wwe, also von diesem Video hier kommt. Night 2 startet mit Stephanie McMahon. Sie beginnt die Show und sie sagt, dass sie besonders stolz darauf ist, dass diese WrestleMania eine in der Triple H-Ära ist. Also dieser Punkt, die neue Ära, wird direkt wieder aufgegriffen von Stephanie. Sie sieht ihren Vater Vince ja extrem kritisch und auf beruflicher Ebene gab es da auf jeden Fall auch Konflikte zwischen den beiden. Aber Steph ist stolz auf Triple H und seine Leistungen, seine Leitung. Und wie Triple H fragt auch sie, are you ready? Drew McIntyre und Seth Rollins starten für uns diese Nacht WrestleMania. Zwei ganz besondere Einzüge. Drew McIntyre wieder mit seiner schottischen Dudelsack-Gang. Seth Rollins hat dann auf einmal seinen eigenen Zirkus mit dabei gehabt. Und das waren Leute, die noch kurioser angezogen waren als er. Der Start in das Match war großartig. Drew überrascht Seth mit einem Claymore. Fast hätte Drew McIntyre in wenigen Sekunden dieses Match gewonnen, aber gerade so kommt Seth Rollins raus. Ein explosiver Start für ein explosives Match. Drew hat dann erstmal einen Tweet abgesetzt, mitten im Match. Auch eine sehr wilde, aber irgendwie coole Idee. Es waren viele Finisher und auch viele Finisher-Kickouts direkt zum Anfang. Das gefällt nicht jedem. Vor allem bei Brock Lesnar-Matches haben wir das ja immer wieder gesehen. Und in diesen Matches ist die Crowd ja häufig richtig drin, weil das halt Feuerwerk ist. Die Leute in der Arena haben es auf jeden Fall gefeiert. Ich gehöre auch dazu zu den Leuten, die es gefeiert haben, obwohl ich Finisher-Spammen eigentlich nicht wirklich mag. Nach dem 5. Claymore-Kick gewinnt Drew den Titel und man denkt schon, das ist jetzt der große Moment für Drew. Aber nach dem Match geht er zu CM Punk am Kommentatorenpult und trash-talkt. Er sagt, er wird seine Karriere beenden und Punk reagiert. Er attackiert Drew und schlägt ihn nieder. Natürlich kommt dann Damian Priest raus, casht seinen Koffer ein und ist neuer Champion. Für mich ein großartiger Start in WrestleMania Nacht 2 mit großartigem Storytelling. So gut umgesetzt, wie du ihn nur umsetzen kannst. Die Fehde von Punk und McIntyre hat man ja im Voraus schon super erzählt. Und jetzt kostet Punk Drew seinen Titel. Diese Rivalität, die ist jetzt schon großes Kino. Es ist so gut erzählt, dass die beiden sich einfach hassen. Punk gegen McIntyre, shut up and take my money.
Damian Priest auf der anderen Seite hält jetzt einen Top-Titel und auch das ist krass. Ich bin gespannt, wie lange er Champion bleibt. Meine Prediction ist, dass er keine lange Regentschaft haben wird, beziehungsweise mit dem Ende seiner Regentschaft auch Judgment Day zerbrechen könnte. Aber das kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie gut er als Champ funktioniert, wie gut er zieht, wie viele Reaktionen er zieht. Der Start von WrestleMania kriegt auf jeden Fall 4 Sterne von mir. Bobby Lashley und die Street Profits gegen Final Testament, ein Tag Team Match, das für mich jetzt am wenigsten hängen geblieben ist. Bubba Ray Dudley war da, das war cool, er hat sein Comeback gegeben als Gastringrichter und natürlich ging dann auch ein Tisch zu Bruch. Lashley und die Street Profits setzen sich hier durch, 2,5 Sterne. LA Knight gegen AJ Styles. Irgendwie wusste ich nicht so ganz, was ich von diesem Match halten sollte. Die beiden haben ja wirklich coole Ideen in ihren Aufbau für das Match mit eingebracht, haben sich sogar dann beim WrestleMania Fan-Event noch geprügelt. Das ging auf Social Media viral. Also der Build-Up war außergewöhnlich und zwar in einer positiven Art und Weise. Und trotzdem hatte ich Schwierigkeiten reinzukommen in dieses Match. Qualitativ war das krasses Wrestling, aber die Charaktere, die catchen mich irgendwie aktuell nicht. Es war ein klassisches Match im AJ Styles-Stil, bei dem sich LA Knight dann durchsetzt. Ein zentraler Sieg im Aufbau von LA Knight, der weiterhin ein gutes, sehr gutes Showing bekommt. 3,5 Sterne von mir dafür. Logan Paul gegen Randy Orton gegen Kevin Owens, das United States Championship Match. Beim Einzug gab es direkt eine lustige Szene, denn Kevin Owens fährt mit dem Golfkart und holt dann Randy Orton einfach ab. Die beiden verprügeln dann zusammen Logan Paul, bis es dann auch gegeneinander geht. Aber ich muss hier nochmal eine Lanze für Logan Paul brechen, so wie ich das häufig mache. Er ist so ein Wrestling-Naturtalent. Es ist unglaublich, wie sehr ihm das liegt. Schaut euch nur diesen Splash an, den er da am Ende gebracht hat. Wahnsinn. Davor haben wir aber iShow Speed gesehen. Bekannter Streamer, der war am Start und zwar als Prime-Flasche verkleidet. Was eine Flasche, denkt man sich da. Orton verpasst ihm einen RKO auf den Kommentatorentisch. Auch ein super Moment. Und das war's noch nicht. Es gab noch einen weiteren coolen RKO, einen Pop-Up-RKO. Aber Randy gewinnt nicht. Nach einem haushoch gesprungenen, absolut krassen Splash verteidigt Logan Paul seine US Championship. Vor dem Match gab es übrigens wieder astreines Triple H Storytelling, denn Sami Zayn hat Owens vor dem Vorhang abgefangen und hat ihm gesagt, ja, ich habe den IC-Title gestern gewonnen, jetzt bist du dran, hol dir den US-Titel. Die offensichtliche Variante in diesem Match wäre gewesen, Owens jetzt hier auch gewinnen zu lassen und es war sehr gut, dass das nicht passiert ist, denn das größte Problem ist, wenn Booking zu durchschaubar wird. Wenn man quasi zu schön die Storys aufbaut und dann alles schön rund zu Ende bringt und der Zuschauer am Ende schon vorher weiß, was passiert. Manchmal bookt Triple H nämlich, finde ich, zu offensichtlich und das wünsche ich mir, dass da ein bisschen noch mehr diese Unpredictability reinkommt, die wir auch hier in diesem Match hatten. 3,5 Sterne erneut hier. Io Sky traf auf Bayley und während dieses Matches ist in der Crowd etwas Krasses passiert. Ein Fan hat gerufen, Women can't wrestle, Frauen können nicht wresteln und die ganze Section war natürlich total genervt von diesem Typen, bis die Security ihn dann irgendwann aus der Halle entfernt hat, wegen seinen frauenfeindlichen Statements. Wir sehen also, die Zeiten haben sich geändert und vor allem haben Bayley und Io hier ja gezeigt, dass das völlig unberechtigte Kritik ist, dass sie großartige Wrestlerinnen sind und vor allem ist mir das tolle Selling von Bayley hier aufgefallen. Sie hat ihre Beinverletzung sehr gut verkauft. Bayley setzt sich durch in einem wirklich starken Women's Title Match. Das Ergebnis war relativ vorhersehbar erneut, trotzdem ist es schön, dass Triple H Bayley krönt. 4 Sterne von mir. Und dann, meine Güte, der Main Event des Abends, der Main Event von WrestleMania, Roman Reigns gegen Cody Rhodes. In diesem WrestleMania Main Event gab es absolute Epicness. Es fing an mit epischen Einzügen, wahrscheinlich die epischsten des Wochenendes. Generell war das eine WrestleMania mit großartigen Entrances, aber dieser Orchestereinzug von Roman Reigns, das hat mir Gänsehaut beschert und das ist nicht irgendeine Floskel, es ist wirklich so gewesen. Absolut großes Kino. Cody hatte Tränen in den Augen bei seinem Einzug, seine Frau Brandy war bei ihm. Es war zu spüren, wie viel Cody dieses Match bedeutet hat. Und es waren Bloodline Rules. Alles erlaubt,
Viele haben mit Overbooking gerechnet. Nach einer Match-Aufbauphase kamen die Usos raus, haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Solo Sikoa hat eingegriffen, aber John Cena hat ihn gestoppt. Es ergibt so Sinn, weil Cena und Solo ja vorher Beef hatten. Auf einmal kam The Rock. Callback auf deren Fehde. Cena und Rock stehen sich erneut gegenüber, was für ein unglaublicher Moment. Die Arena rastet völlig aus. Der Rockbottom gegen Cena geht über in die nächste Überraschung, denn der Shield-Theme-Song kommt auf einmal. Ich dachte, so kommen jetzt Seth Rollins und Dean Ambrose. Aber Jon Moxley ist natürlich bei AEW unter Vertrag, das heißt, der kam nicht. Aber Seth Rollins war in Shield-Kleidung da. Dann macht der Undertaker seinen Return, chokeslammt The Rock. Der entscheidende Moment in diesem Match war, als Reigns die Wahl hatte zwischen Rollins und Cody. Also entweder Rache an Rollins nehmen mit dem Stuhl und ihm für den Shield-Split damals in den Rücken zu hämmern oder den Fokus auf Cody zu richten. Reigns entscheidet sich für die Rache und diese kurze Genugtuung kostet ihm am Ende alles. Cody bringt dann 3 Crossroads, beendet die ewige Titelregentschaft von Roman Reigns. Es war unglaublich, das zu sehen. Einen Pin gegen Reigns, der bis 3 durchgeht. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Unglaublich war das zu sehen. Und es hat sich so surreal angefühlt. Pure Epicness. Und das ist ein Match mit Momenten und Emotionen, die alles überstrahlt haben. Es sind Tränen geflossen. Codys Familie und Freunde haben mit ihm gefeiert. Ein Showende, das zeigt, wie emotional Wrestling sein kann. Wie groß Momente und Payoffs im Wrestling sein können, wenn sie groß aufgebaut sind, wenn sie konsequent erzählt sind. Und wie schön und bewegend Pro Wrestling am Ende dann doch ist, wenn es richtig gemacht ist. Ich habe vor diesem Wochenende in meiner Doku über den Traum von WrestleMania gesagt, dass WWE ein Ziel mit diesem Event hatte, und zwar Cody als neues Topface zu etablieren. Und sie haben es bravourös geschafft. Vince hatte seinen Hogan, hatte seinen Austin, hatte seinen Cena und Triple H hat seinen Cody Rhodes jetzt. Ich kann nicht anders, als diesem Main Event 5 Sterne zu geben. Es waren wrestlerisch keine 5 Sterne, obwohl es wrestlerisch sehr gut war und auch von der Match-Dramatik her. Aber darum geht's bei WWE nicht. Es geht nicht in erster Linie um die tollen Moves und super Sprünge. Es geht um Momente und Emotionen, die durch Storytelling aufgebaut sind. Und dementsprechend waren das zu 100% 5 Sterne, denn das war genau das, was WWE sein will. Für das, was WWE sein will, war es der perfekte WrestleMania Main Event. Für Cody startet jetzt die Ära als Top Face und Top Champion und für Roman Reigns ging eine Ära zu Ende. Er umarmt Paul Heyman auf der Bühne. Reigns wird jetzt erstmal raus sein und auch Paul Heyman beendet möglicherweise seine aktive Laufbahn vor den Kameras. Die beiden haben WWE maßgeblich mitgeprägt in den letzten Jahren und jetzt kommt auch für sie eine Neuausrichtung. WrestleMania 40, Nacht 2, eine unglaubliche Show. Dieser Main Event ist eines der denkwürdigsten Matches der WWE-Geschichte und hat alles an diesem Wochenende in den Schatten gestellt. Nacht 2 bekommt von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Wir sind jetzt endgültig in einem neuen Kapitel von WWE und das fühlt sich so groß und bedeutsam an. Und noch eine Sache, checkt unbedingt Spotfight und den Spotfight-Podcast ab. Die haben ein Watch-Along gemacht und es gab Tränen in diesem Watch-Along, weil die Jungs so berührt waren von diesem Moment. Die lieben Wrestling. Checkt die Analysen von Spotfight zu WrestleMania ab. Das ist dann nochmal ein bisschen ausführlicher als hier. Schaut gerne da vorbei und bis spätestens zum nächsten Video.